HF radio message to Agent Zolotnitsky. Urgent. We have discovered several ME-163 Comet rocket-powered interceptors located in the eastern suburbs of Prague. A recon squad is to be assembled under the command of Stanislav Telyatnikov. The Douglas aircraft will deliver the squad to the vicinity of the airfield, where they will capture and secure the interceptor and its crew. As a preliminary measure, you are to capture an ME-163 pilot, then assure that the recon squad is clear for arrival. You may employ whatever methods necessary at your personal discretion. All that matters is the result. Report the success of the mission without delay. Smirnov. Oh.
Mensch, wieso ist kein... Was ist das? Ich hab da was gehört.
In der Munehalle auf dich mit dem Blaster. Die Flar-Leute haben mit den Geschossen Probleme. Thank you.
folge mir. Die Fla-Besatzung braucht Munition. Die Laster sind auf der Straße. Pass auf und betausche nicht mit den Blindgängern. Steckt doch keine einzige russische Seele. Bring die Munition zur Flarstellung. Wir warten schon. Thank you.
Donnerwetter.
Dinner is ready. I'm waiting. The song of you comes as soft and clear as the moonlight through the vine. HF radio message to Agent Zolotninsky. Extremely urgent. Our sources have reported that German U-boat U-479 is expected to arrive shortly at the secret German harbor at Danzig, which, according to the same sources, is located close to the German training center for submariners. Somewhere in the center, there is kept a cipher book, which contains the latest updates on codes and initial rotor positions for the Enigma. Meanwhile, the Enigma itself remains on board the submarine. In addition, it is known that the submarine is equipped with the latest acoustic torpedoes, T-5 Zaunkönig, codename Wren. Both the cipher book and the Enigma must be obtained by whatever means necessary. Smirnov. Thank you.
Was ist das? An den Fronten sieht's ganz mies aus. Das ist das Ende. Ich gehe ins Lager. Gleich kommen einige Mechaniker, um auf dem Deck zu arbeiten. Außer denen und der Besatzung, lasst keinen durch. Zu Befehl! Göttlich. Irgendwie ist es schon ganz schön lange still bei uns. Wir führen kein Spiel auf einen Schießen.
und ringsherum sind überall nur Wachen. Was gibt's eigentlich heute zum Mittagessen? Und dem Führer tapfer zu erfüllen. Heil Hitler! Hitler! Wir haben den Befehl, alle zu kontrollieren, die keine Genehmigung besitzen. Alles in Ordnung. Es gibt keine verbotenen Gegenstände. Nun hat sich für unsere Truppen die reale Möglichkeit ergeben, den Verlauf der sowjetischen Offensive zu durchkreuzen. Und ihnen wird verlangt, ihre Pflicht vor dem Vaterland und dem Führer tapfer zu erfüllen. Heil Hitler! Irgendwer hat sich da im Gebüsch versteckt. Ich rufe, halt, wer ist dort? In einer Stunde muss alles beendet sein. Ich ballere da also los. Einen Vorstoß. Hast du gehört? Eine Inspektion steht an? Und was haben die so weit vom Schuss verloren? Thank you.
soll denn das? Wann hat das... Was ist das? Nee, das kann nicht wahr sein. In einer Stunde muss alles beendet sein.
Wieso ist kein Kamerad zu sehen? Hier steckt doch keine einzige russische Seele. Hier dürfen Sie nicht hin. Sieht es ganz mies aus. Im Saal wird geplagt. Was ist das? Gestern waren unsere... Im Saal wird getagt. Thank you.
Dieser Rhythmus geht mir schon auf den Geist. Dieser Rhythmus geht mir schon auf den Geist. Was ist das? Thank you.
Was ist das? Was ist los? Zutritt verboten. Sich für unsere Truppen die reale Möglichkeit ergeben, den Verlauf der sowjetischen Offensive zu durchkreuzen. In den Docks arbeiten nur Seeleute und Mechaniker. Und den Führer tapfer zu erfüllen. Wann hat das nur ein Ende? Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Hat sich für unsere Truppen die reale Möglichkeit ergeben, den Verlauf der sowjetischen Offensive zu durchkreuzen. Und ihnen wird verlangt, ihre Pflicht vor dem Vaterland und dem Führer tapfer zu erfüllen. Heil Hitler! Hitler! Was ist das? Hier steckt doch keine einzige russische Seele.
einen Ast hier! Heil Hitler! Heil Hitler! Was ist los? Was ist das? Was ist das? Wann hat das nur ein Ende? Nur das Arbeitspersonal des Stützpunkts hat der Zutritt. Thank you.
One more man to look in my eyes and see death staring back at him. One more on the pile. How many have died in this war? How many bastards have sold their country only to rot in their graves? And who's next? HF radio message to Agent Zolotnitsky. Urgent. It has been reported that the meeting between Gestapo Standartenführer Gerd Richter and our courier Ivan Melnik will soon take place in Chateau de Limotte, a southern Parisian suburb in the Périgord province. Our informant suspects that the courier is preparing to defect to the enemy, which would result in critical information about our network in Paris falling into enemy hands. It is of the utmost importance that we ascertain the facts of the situation. Upon completion of your mission, you are to file a report within 3 hours, identifying all agent groups that may be involved. If, over the course of your mission, you are able to confirm our informant's story, then you are to immediately carry out a black operation, neutralize the defector, then report. In any case, communicate without delay the results of your investigation. Smirnov.
это информация, которую нам удалось получить по охране резиденции. Еще в здании находятся важные документы, замаскированные под ненужную макулатуру. Судя по всему, немцы шикают старый хлам. Нужно вывести их, пока не поздно.
Blaster mit Munition sind im Lager angekommen. Thank you.
Ausgang fahre ich nach Hause. Sofort zu meiner Frau. Und ich fahre auch zu einer Frau, aber nicht zu meiner. Denn bisher habe ich keine eigene. Irgendwie ist es schon ganz schön lange still bei uns. Ich würde gerne mal wieder auf einen schießen. Von wo denn soll denn hier der Feind kommen? Die Jungen sind weit weg. Ja, und ringsrum sind überall nur Wachen. Gehen Sie durch. Nur Soldaten der SS und Offiziere dürfen diesen Teil des Gebäudes betreten. Heil Hitler! Nein, er natürlich nicht früher schlapp machen. Diese Russen sind ja heute richtige Schlappschwänze. Die halten keine Folter aus.
Gestern waren unsere Pioniere unterwegs und haben Felder entminiert. Da soll so ein Scheißzeug rumliegen, dass es selbst nach den Entminen immer noch gefährlich ist, dort herumzulaufen. Einer hat es so schwer erwischt, dass sie seinen Stiefel nicht finden konnte. Einen hat es so sehr erwischt, dass man seine Stiefel... Meinst du das ernst? Unsere haben gestern ein Partisan geschnappt. Wirklich? Na, dann werden wir den jungen Hüpfern erstmal einen Einlauf machen. Ich ruf alt, wir müssen ein Scheißzeug rumliegen, dass es selbst nach dem Entminen immer noch gefährlich ist, dort herumzulaufen. Einen hat es so schwer erwischt, dass sie seinen Stiefel nicht finden. Was ist das? Weißt du, warum die Streifen verstärkt wurden? Vielleicht soll irgendwas ist hier faul. Dass sie seinen Stiefel nicht finden konnten. Nicht viel zu sehen. Vielleicht bringen sie aber Drogen und Medikamente mit. Manno. Heil Hitler! Erwischt, dass sie seinen Stiefel nicht. Vielleicht soll irgendetwas hergebracht werden, oder was irgendeiner schießt um sein Leben. Puh. Was da mit Munition sind im Lager? Gestern waren unsere Pioniere unterwegs und haben Felder. Einen hat es so schwer erwischt, dass sie seinen Stiefel nicht finden konnten. Dass sie seine Stiefel nicht. Ich spare da also Was gibt's eigentlich heute zum Mittagessen? Gestern waren unsere Pioniere unterwegs und haben Felder entminiert. Da soll so ein Scheißzeug rumliegen, dass es selbst nach dem Entminen immer noch gefährlich ist, dort herumzulaufen. Einen hat es so schwer erwischt, dass sie seinen Stiefel. Heil Hitler! Heil Hitler! Da soll so ein Scheißzeug rumliegen, dass es selbst nach dem Entminen immer noch gefährlich ist dort. Hast du gehört? Eine Inspektion steht an. Hast du gehört? Eine Inspektion steht an. Und was haben die so weit vom Schuss verloren? Da gibt es nicht viel zu sehen. Vielleicht bringen sie aber Proviant. Da soll so ein Scheißzeug rumliegen, dass es gestern waren unsere Pioniere unterwegs und haben Felder entminen. Da soll so ein Scheißzeug rumliegen, dass es selbst nach dem Entminen immer noch gefährlich ist, dort herumzulaufen. Ja, so sieht's aus. Einen hat es so sehr erwischt, dass man seine Stiefel nicht finden kann. Du haust ja ganz schön auf die Pauke. Was gibt's eigentlich heute zum Mittagessen? Gestern waren unsere Pioniere. Wenn aber der neue wieder dies hätte, wäre ich nicht in Arbeit. Das kannst du aber wissen. Hier dürfen Sie nicht hin! Thank you.
reinkommen. Die Wand sind weit weg. Ja, und ringsherum sind überall Wachen. Laster mit Munition sind im Lager angekommen. Gestern waren unsere Pioniere unterwegs, haben Felder entmint. Da sollten so ein Scheißzeug rumliegen, das selbst nach dem Entminen immer noch gefährlich ist, dort rumzulaufen. Nein, was meinst du damit? Erwischt, dass man seine Stiefel nicht finden kann. Bei den Salat. Also, ich sitze auf dem Beobachtungsturm und gucke. Ein Scheißzeug rumliegen, dass es selbst nach dem Entminen immer noch gefährlich ist, dort herumzulaufen. Einen hat es so schwer erwischt, dass sie seinen Stiefel nicht finden. Sitz auf dem Boden und gucke.
Irgendwer hat sich da im Gebüsch versteckt. Ich rufe. Halt! Wer ist dort? Kein Mord. Hast du gehört? Die Inspektion steht an. Das ist der Arsch der Welt. Wieder Dienst hat, da werde ich nicht den Happen messen. Das kannst du aber wissen. Manchmal rödelst du so doll den ganzen Tag, du weißt einfach so heute zu Mittagessen. Genau, und also übertreibst du den Kuchen. Was ist das? What does this guy have to do with him, I wonder? HF radio message to Agent Zolotnitsky. Critical. According to Dario, our source at Bletchley Park, classified documents which may enable the Americans to decipher our messages have fallen into the hands of British intelligence. In particular, it has been reported that these documents contain a code book of 1,500 pages stolen from a Soviet radio operator. We suspect that these materials will be handed over to American agents very shortly. Their recovery is essential, as these codes are still in active use and are planned to be used during the upcoming Venona operation. The Chief Counterintelligence Directorate has ordered you to develop and implement, within 6 hours, a plan to recover the documents, taking into consideration all possible contingencies and scenarios which might jeopardize the operation.
Within 2 hours, you are to provide all necessary information to agents or groups who may need to be mobilized in advance of your insertion at Bletchley. Smirnov. How are you? James Bowman, Colonel OSS. We're picking up some stuff here. Did they notify you? Everything's fine. Move along. I've had it up to here with Professor Shepherd. Always blowing smokes. Where do you keep inventory? Is there a book? Thank you.
Is that you? Check over there. They were fixing the heater. Can you imagine? Why was they fixing the heater? Nice day today, isn't it? Check over there. You do not belong here. Let's try to increase. I've had enough of this waiting around. Oof. Swell. I think we need to study this matter carefully. Don't think it's going to rain, is it? I've had enough of this waiting around. Let's try to increase power. He's running late. I've had enough of this waiting around. Well, you got that right. I think we need to study this matter carefully. You. I've had enough of this waiting around. I've had enough of this waiting around. Let's try to increase power. Last night, they were fixing the heater. Around. Can you imagine? Why were they fixing the heater in this kind of weather? Professor, we have a little problem with our equipment. Can you take a look, please? Right.
Professor, we have a little problem with our equipment. Can you take a look, please? All right. Let's try to increase power. Who's there? Ah, swell. Don't think it's going to rain, is it? Is that you? Is there a doctor? Where is the emergency room? Who's there? Yeah, don't think it's last night. Is it? They were fixing the heater. Can you imagine? Why would they be fixing the heater in this kind of weather? Who's there? Is that you? Yeah, and last night. They were fixing the heater. Can you imagine? Why were they fixing the heater in this kind of weather? Is that you? Check over there. Is that you? You got the right. What a joke. While you're working, you think only of duty. You know, the only thing to hope for is a quick death. Here at 5 a.m, this idiot's coming to apologize to his girlfriend. She's gonna sack him anyway, that's for sure.
Nice present. HF radio message to Agent Zolotnitsky. Extremely urgent. Kotliarov's intelligence group has recently discovered secret documents reporting the planned demolition of a series of cultural monuments, several bridges, and two dams in Krakow and the nearby town of Novi Sanch. According to information we extracted from a captured cartographer, the explosives to be used for the demolition are stored in the Jagiellon's castle. The Chief Counterintelligence Directorate has issued a categorical order to develop and implement within 6 hours an action aimed at the neutralization of enemy ammunition depots and the prevention of sabotage during the offensive. This action is codenamed Operation Polish Surprise. Transport planes have been placed under your command and are standing by to deliver officers from other battlefronts to ensure the success of Operation Polish Surprise. In preparation, it is recommended that you discover all possible approaches to the castle through any available agents. Towards this end, we are providing enhanced aerial monitoring and surveillance of all enemy personnel movements, paying special attention to military supply routes. Please report promptly the success of your operation. Smirnov. Was ist das?
Ich habe den Befehl, keinen ins Lager zu lassen. Der Arsch der Welt. Hast du den jungen Offizier? Verdammt! Wieso ist kein Kamerad zu sehen? Na, übertreib's nicht. Also, das
Das ist das Ende. Was ist das? Hier dürfen Sie nicht hin! Hier steckt auch keine einzige russische Seele. Das ist der Arsch der Welt. Göttlich.
Verdammt, wieso ist kein Kamerad zu sehen? Hier steckt doch keine einzige russische Seele. Scheiße, wieso ist kein Kamerad zu sehen? Was ist? Ich hab den Befehl, keinen ins Lager zu lassen. Ich liebe dich. Warum antwortest du nicht? Los, schenk mir noch einen. Nein, wir sind Pioniere unterwegs, haben Felder entmint. Da sollten so ein Scheißzeug rumliegen, dass selbst nach dem Entminen immer noch gefährlich ist, dort rumzulaufen. Es hat denn so schwer erwischt, dass man keine Stiefel nicht findet. Ist das Ende. Wie lange soll ich denn noch warten? Hey Hans, bist du's?
There's been an accident. More than one piece in play. You're the one they're after. Get out of there! HF radio message to Agent Zolotnitsky. Very urgent. According to reliable sources, today at 15:30 in the United States, FBI agents arrested Igor Tsvalov, Frank Johnson, codenamed Ramsey. The Chief Counterintelligence Directorate has ordered you to work out an extraction plan under the Shefferd Protocol to resolve all possible negative consequences of this arrest. If, however, you discover any compromising information which proves that Tsvalov has been brought in by the Americans as a double agent, you are to implement a neutralization plan according to standard Black Ops protocols. The list of agents or groups which may be used in either situation is to be submitted within 2 hours prior to your insertion. The case is filed under number 8925C. You are to report immediately upon mission completion. Smirnov.
Oh. Agent Johnson, FBI. We have the building under control. Please return to your workplace. Oh. I'm gonna have to frisk you. You're clean. Thank you. Move along. Well, do think it's going to rain, is it? He's running late. What the hell?
What was that? Finally here. I know how we can get out of here. Has the guard been dealt with? Good. Then follow me.
Nicely done. Go on. I'll be here waiting for you.
Is that you? Check over there. Is that you? Is that you? When will this be over? When the investigation is completed. Who? HF radio message to Agent Zolotninsky. Critical. Yesterday, August 23rd, three German paratrooper spies are believed to have landed in the Kharkov region on the outskirts of Maximovka. The chief of the group, Alexander Itisov, aka Starikov, had, before his capture, served as midshipman on a submarine in the Black Sea Fleet. He is of an average height, strongly built, has a submarine-shaped tattoo on his chest and another tattoo on his arm.
dark blonde hair, blue eyes, with a straight nose. He wears the uniform of an RKKA senior lieutenant, overcoat with battle shoulder stripes, and dark blue trousers. He's expected to pack quilted pants and a jacket, and carries a TT pistol and a German-style Browning. Dmitry Sukhovarov, aka Shestakov, wears a sergeant's uniform. His distinguishing marks: below average height, corpulent, short-legged, fair back-swept hair, sharp-nosed, has a wolf tattoo on his chest. He previously worked as a teacher in Kharkov. He will be wearing jack boots, but also carries felt boots. Sergei Kotliarov, aka Nikolaev, is a radio operator native to the region of Moscow. He is above average height, physically fit, round-faced, long dark blonde back-swept hair, gray eyes, with a nose slightly upturned, and armed with a TT and a Browning. Judging by intercepted texts and other indications, you are dealing with a highly skilled mobile group tasked with carrying out operations behind our forward positions. These persons are probably connected to another group targeted in the investigation of the recreants case. It is apparent that they systematically monitor our critical communication routes and have an extremely well-informed agent, or more likely, a network, in the area of Maximovka. The Chief Counterintelligence Directorate has determined that this case is of utmost urgency. These persons pose numerous and severe dangers to the war effort. You must do anything within your means to discover any connections between this group and the group investigated under the Renegades case, and above all, prevent all potential attempts of sabotage. We must remind you that all actions related to the Renegades case must be kept absolutely secret. No action on your part may be allowed to interfere with our further investigations of the Makarov group. The Chief of Staff of the Counterintelligence Directorate today ordered that the Investigation Division and Encryption Offices be placed under your personal command, including all experienced investigators and cryptographers, on round-the-clock standby. Report your progress on all investigations and activities, and any information you are able to obtain, every 3 hours. Smirnov. Судя по карте, они нас ждут на вершине холма. Thank you.
Пока все по плану. Мы готовы выполнить задачу. Тут детали. Отлично. Продолжайте операцию. Мы выдвигаемся в поселок. Не охраняется. Видимо, еще не сообразили. Это наш шанс. Thank you.
друг от друга. Копать отсюда и до обеда. И чтоб без лишних вопросов мне тут. Так точно, товарищ капитан. Мы поработаем пока в другом месте. Вперед! Есть? Что-то он... Так точно! Опаздывает. Thank you.
Здравия желаю, товарищ капитан! Солдата, которого офицеры приветствуют как старшего по званию. Да брось заливать. Не бывает такого. Эх, уже столько времени служим вместе. Ты хоть скажи, откуда ты родом? Из Иркутска, а что? Тебе жить-то на один раз пописать, а ты бабы. Да откуда здесь девчинам взяться? Уж бабки дают. Сколько можно? Самогон. Тоже мне. Ядрить твою за ногу. А еще недавно на тренировке заявляет. Горячий. Бежать от меня до следующего дуба. А я ему... Товарищ Бабов, а где тут еще дуб? Сколько можно ждать? У нас тут только один. Да что говорили, что будет стрелять сначала по корабле, а потом... Чему вас там только учат? Сигарет не найдется? Хорошая погода. Ядрит твою за ногу. Ядрит твою. Что за черт? Я за доктором. Надо там посмотреть. Твою. Эти проклятые боеприпасы и вообще, почему именно нас всегда заставляют это делать? Будто бы нет других солдат. Кто подает звуки из строя? Секрет, такие разговоры. Скорее бы в бой. А то вчера одна старуха мне... Рядовой! Здравия желаю, товарищ капитан! Thank you.
there's a new item on the menu. The duck is in its nest. Same tree as before. Jack.